Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Will of the Wisp. Wir sind hier in so Art Wüste, die Windwüste, und wollen jetzt zum nächsten Irrlicht. Unter den Wanderdünen des Irrlicht. Da war es doch gerade, da war es nämlich hier oben. Da wollen wir das Herz des Waldes finden. Herz des Waldes in der Wüste, interessant. Auf jeden Fall, ja, hier diesen Weg sind wir schon gegangen. Ich muss dazu ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt nicht viel mehr weiß aus den letzten beiden Parts, generell, ja genau, die letzten beiden Parts, was da so alles passiert ist, weil ich habe jetzt einige Tage nicht aufnehmen können, wegen meiner Corona-Erkrankung. Ich habe zwar die letzten Tage, die letzten beiden Parts geschnitten, allerdings, ich war da so durch meine Krankheit so geistig abwesend, dass ich nur irgendwie, also dass ich da nichts mitgenommen habe aus dem Schnitt, also nichts wissen, was ich da gemacht habe, nur dass ich das halt geschnitten habe. Daher ist es ganz merkwürdig. Auf jeden Fall geht es jetzt für uns hier rechts weiter, da oben geht es auch irgendwie lang, aber jetzt wahrscheinlich noch nicht. Wir gehen einfach mal weiter. So, ich muss ja auch erstmal gucken wegen der Steuerung. Gut, hier müssen wir jetzt schnell weiter, weil das Ding geht dazu. Das ist eine kleine Falle. So, gut, hier hoch. Hier hin, hier hin. Jetzt bin ich hier oben. Will ich hier oben sein? Ich weiß es noch nicht. Da gibt es auf jeden Fall einen Gegner. Achso, ich kann hier nicht lang. Ich kann hier nicht lang. Was ist denn das Fieses? Was ist hier? Ein Wegweiser, mit dem ich nichts anfangen kann. So wird das nichts. Okay, vielleicht brauche ich da irgendwie noch eine andere Fähigkeit oder so. Das kann sein. Hier ist noch ein Weg. Wohin führt mich dieser hier? Hier rüber. Dann kann ich das Tor hier aufmachen. Das ist aber schön. Das heißt, ich wäre hier gar nicht weitergekommen, glaube ich. Oh, ich habe nicht mehr viele... Hä? Ach so. Ich hatte wenig Leben und die Leben, die ich gerade nicht hatte, die wurden ausgeblendet. Da wurde einiges jetzt ausgeblendet. Wie viel habe ich denn maximal? Also, das war doch bisher nicht so. So, jetzt haben wir voll. Jetzt haben wir voll. Und wie war, ist das jetzt ausgeblendet? Hä? Warum ist da jetzt der Unterschied? Oder habe ich einfach nur diese Vergrauung, sage ich mal, nicht gesehen? Kann sein. So, da unten scheint es ein Geisterlicht noch zu geben. Ja, hier. Nehmen wir 100 Stück. Sehr nice. Boah. Gehen wir hier. Nein, falsche Taste. Ah. Hier rüber. Sehr schön. Und hier hoch. Auch hier gibt es mal wieder verschiedene Wege. Ich hoffe, wir sehen irgendwo Lupo noch. Dass Lupo uns den Weg zeigt, also die Karte zeigen kann. Weil ohne, weiß ich nicht, wie wir hier klarkommen sollen. Ich geh mal hier runter. Vielleicht mit Lupos Feder. Ja, guck mal, das macht schon, das ist schon besser. Eine Lebenszelle? Ernsthaft? Okay, jetzt haben wir 11 Stück. Cool. Komm hier hoch und dann hier lang. Und hier lang. Ich habe keine Lust. Warte, was habe ich denn hier? Den Rundumschlag habe ich doch. Genau, den habe ich sogar auch aktuell aktiviert. Der ist ein bisschen Schwerverlierer. Aber macht eigentlich auch einen guten Job. Ja gut, vielleicht bei diesen Gegnern gerade nicht so toll. Ich muss mal wieder weg und mich heilen. Jetzt ist da noch ein anderer. Ich werde sterben. Ich werde hier sterben. Ich werde es versuchen zu verhindern. Den einen habe ich, aber ich bin tot. Okay, machen wir es nochmal. Ja, jetzt bin ich hier. Ah, komm, da geht's schnell jetzt zur anderen Seite. So, so, volle Leben haben wir. Und den Geisterstern, nee, vielleicht den Stachel. Oder die Flamme. Nehmen wir mal die Flamme. Jetzt brennt er nämlich kontinuierlich und kriegt dadurch immer ein bisschen Schaden. Sehr schön, sehr, sehr schön. Aber ich habe kaum noch Energie. Das ist natürlich nicht so schön. So, dich hier. Yes! Kriegen auch eine Energiezelle wieder. Nice. Ach, da oben kann ich mich randingsen. Ich da habe jetzt einfach nur L gedrückt, falls ich mich an der Lampe so stoßen kann. Ja, aber so ist es natürlich auch schön. Da geht's rein zum Geisterlicht. 200 Stück und Achtung, da sind Stacheln. Das heißt, ich kann so da nicht lang. Kann ich hier irgendwie was machen? Achso, da, okay. Aber sonst ist da nichts. Nee, hier ist Sackgasse insgesamt. Hier ist insgesamt eine Sackgasse. Aber, warte, das hier. Kann ich... Das hat doch schon Schaden bekommen. Warte, warte. Wir machen mal einen Stachel.
Yes? Oder? Bringt das was? Oder machen wir mal den Geisterschlag? Man sieht, das ist schon so ein bisschen durchbrochen worden. Oder hätte ich die Gegner dafür gebraucht? Na toll, jetzt sind sie weg. Die Gegner sind weg. Ja, toll. Ja, gut. Kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern. Ich habe auch keine Energie mehr. Gehen wir zurück. Nach oben zurück. Ach du schon wieder. Achso, ich dachte, ich kann einfach so an ihm vorbei. Dann machen wir es halt so. Hier lang und hier lang. So, jetzt gibt es hier natürlich auch verschiedene Wege. Ich gehe mal nach rechts. Denn hier geht es weiter. Oh, Energie. Nice. Hier. Muss. Ah! Schnell sein und schnell reagieren. Ich wollte jetzt mich da rechts ausruhen. Ist aber nicht. Okay, ein Hebel. Das ist für da hinten etwas. Ah, jetzt kommen wir da nämlich hin. Aha. Natürlich nice. Und hier ist wieder so etwas, wo man auch durch kann irgendwann mal. Ich möchte endlich diese Fähigkeit haben. Da links scheint auch noch was zu sein. Ja, ein Geistersplitter. Sieht man da. Ja, gut. Vielleicht komme ich da jetzt auch ran. Nee, da komme ich jetzt nicht ran. So, das muss jetzt nachwachsen. Wunderbar. Sehr schön. Oder vielleicht komme ich doch da ran. Du mal hier weg. Hier lang. Jetzt bin ich hier oben. Es gibt, also, gut, hier ging es jetzt für uns nicht weiter. Hier gehen wir mal lang. Das hier, kann ich das vielleicht mit einem Stachel zerstören? Nein, kann ich nicht. Wow. Und ich vermute, oh. Aha. Aha. Nein. Okay. Das ist aber cool. Das ist cool. Ja, machen wir mal jetzt. So, hier rüber. Jetzt. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Sehr, sehr schön. War eigentlich doch ganz einfach. Bei unter 15% Gesundheit verursachst du 20% mehr Schaden. Da ich mich sowieso hier immer heile, nehme ich das jetzt mal nicht mit rein. So. Dann geht's hier für uns weiter. Richtig? Richtig. Da oben ging es natürlich auch noch lang, aber nicht mit uns. So, hier kann ich mich randingsen. Hier kann ich mich randingsen. Hier kann ich mich randingsen. Hier kann ich das Geisterlicht sammeln. Oh, ich darf mich nicht da komplett dran heften. Okay. Warte, warte. So. Hier rüber. Schön. Schön, schön. Aber ich glaube, da war noch ein, war vielleicht noch ein kleines Secret. Das sah zumindest so aus. Aua. Oh. Ist sehr interessant. Ha! Ich brauchte dich da oben gar nicht. Wer bist du? Golek, Minenarbeiter ist er. Redner, auf ein Wort? Nein, nein, keine Sorge. Ich bin dem Verfall entkommen, der von so viel meines Volkes Besitz ergriffen hat. Aber es gibt ein Problem. Du hast nicht zufällig etwas Wasser, oder? Ich fürchte, meine Feldflasche ist bei einem Sturz kaputt gegangen. Nicht, dass ich Durst hätte. Wir Goleks sind hart im Nehmen. Ich könnte tagelang in dieser Wüste überleben. Aber hin und wieder ein Schluck frisches Wasser tut der Seele gut. Meine Seele ist am Verdursten. Wir brauchen Wasser für ihn. Wir haben leider kein bisschen Wasser. Wir waren erst bei Numa-Seen. Da gab es sehr, sehr viel Wasser. Aber wir konnten davon leider nichts mitnehmen. So. Wo sind wir jetzt eigentlich? Aha, aha. Da hätte es auch lang. Was? Okay. Da ging es auch lang. Das scheint ja irgendwie eine Verbindung zu sein. Ja, das werden wir später noch erkunden. Hier ist halt sehr, sehr viel Sand und Fähigkeit. Jetzt können wir uns durch das, durch den Sand graben, oder? Bestimmt. Ich frage mich, wie das funktioniert. Wühlen, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke R, um dich durch Sand zu bewegen. Drücke R dann erneut, um beim Wühlen zu sprinten. Jap. Jap. Zack.
Wow, uiuiuiui. Das ist ja nice. Endlich können wir das verwenden. Wir haben dafür wirklich so viele Verwendungspunkte inzwischen schon. Und sogar mit einem Sprint dazu. Also das ist nice. Cool. Aber ich darf nicht stehen bleiben. Ich darf nicht stehen bleiben. Aber es ist insgesamt einfach mega cool. Hier gibt es ein Podest für Teleportieren, glaube ich. Oder? Nee, eine Geisterprüfung. Okay. Cool. Wo ist denn das andere Ende? Da unten. Gut, da können wir uns ja jetzt auch hingraben. Wir haben jetzt so viel zu erkunden hier, weil wir uns überall hingraben können. Das wird uns ordentlich weiterbringen. Aber sowas von. So, hier zum Beispiel. Nein, das war falsche Taste. Hier. Auch hier bei der Siedlung kam zum Beispiel auch etwas. Wenn das auch zum Graben war. Das sah für mich immer wie eine Wurzel aus. Aber vielleicht ist das auch zum Graben dann gewesen. Wird man dann sehen. So, hier raussprinten. Ach nee, da kann ich so nicht durch. Aber jetzt. Wunderbar. Boah, wie viel wir jetzt zu erkunden haben bestimmt. Geht's hier auch runter? Nein, hier geht's nicht runter. Wow. Wie soll ich denn... Aha. Was will mir... Was willst du mir... Ach so. Aha. Ich kann dann dementsprechend das auch nutzen. Okay, das ist cool. Laut Karte gibt's ja jetzt hier links nichts mehr. Außer hier halt das Ende der Geisterprüfung. Genau. Nein, ich wollte mich da eigentlich nicht so ganz festhalten. Mücken. Und so eine Larve. Ich möchte die Larve da umtreffen. Oh, also man darf mit diesem Stachel leider nicht zielen. Das ist, finde ich doof. Was machen wir? Kann ich den Geisterstern nach oben machen? Ja, kann ich. Weil natürlich muss irgendwie die Larve da zerstört werden. Damit hier keine Mücken mehr rauskommen. So, und du hast mir viel zu viel Schaden gemacht. So. Jetzt bist du hier. Ich glaube, wenn ich im Sand bin, kann... Doch, mit dem Sprint könnte ich die auch noch angreifen. Glaube ich. Ja, wie im Wasser zum Beispiel. Genau, wie im Wasser. Funktioniert ähnlich wie im Wasser. Cool, cool. So, was ist hier? Wow, Geisterlicht. Ich will's haben, danke. Dadurch, dass man die ganze Zeit in Bewegung ist und dann solche Stacheln da sind, das ist schon fies. Das ist sehr, sehr fies. Und hier ist die Verbindung nach unten. Okay. Aber nach unten will ich eigentlich jetzt noch gar nicht. Weil wir haben hier noch einiges zu sehen. Hier, wo wir eben waren, da waren wir vorhin. Wir gehen erstmal hier hin, würde ich sagen. Oder? Hier ist auch noch was. Warte, dann gehen wir erstmal dahin. Und zwar da oben war das. Was da oben? Jupp. Das war doof. Ich habe eigentlich eine Taste gedrückt. So. Wow. Hallo? Ah, toll. Gut, nochmal. Und es funktioniert nicht immer, das einzusetzen. Jetzt aber. Sehr, sehr schön. Ich habe wieder nur... Ach, du hast einen Panzer. Das gefällt mir nicht mit einem Panzer. Das heißt, ich kann dir keinen Schaden zufügen. Warte, vielleicht kann ich von unten. Vielleicht von unten. Ja! Und dann bist du frei. Sehr schön. Kann ich den nutzen? Oder wozu ist der Panzer noch da? Okay. Der Panzer liegt einfach nur noch hier herum. Ist in Ordnung. Was gibt's denn jetzt hier noch alles zu sehen? Oder ist das der weiterführende Weg? Weil hier oben scheint, ist ja das Ziel irgendwann. Oh. Weiß man gar nicht, wo man zuerst lang gehen soll. Ich gehe erstmal kurz mal nach unten, weil hier Energie auf mich wartet. Energie lasse ich nicht liegen. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Dann geht's hier. Ah, okay. Geisterlich. Zack. Wunderbar. Da oben ist noch eine Energiezelle. Aha, hier. Nehmen wir. Oh, dann können wir auch unsere Leben mal vollständig regenerieren.
Ich möchte das bisschen Geisterlicht da haben, was da noch liegt. Dankeschön. Warte, hier oben geht's vielleicht noch weiter. Ich will da rein. Nee, geht's da nicht rein? Da geht's nicht rein. Okay. Hätte sein können. Ich finde das Wühlen echt extrem cool. Auch wieder was, etwas, was es in Ori and the Blind Forest nicht gab. Ah, schön getroffen, schön getroffen. Nicht mal sowas ähnliches gab es in Ori and the Blind Forest. Also dieses Spiel hier, der Nachfolger, der bietet so viel mehr als der Vorgänger. Und selbst der Vorgänger war ja schon sowas von mega gut, wie ich finde. So, und natürlich noch eine Lebenszelle, alles klar, nehmen wir natürlich auch. Alles her damit, alles her damit. Voll gegen die Stacheln. Bin ich mal nicht der Einzige, der gegen die Stacheln da dingst. Ach so. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Und hier geht es dann wahrscheinlich weiter zu unserem Ziel. Bedeutet, da gehe ich jetzt noch nicht weiter, weil ich erstmal alles andere erkunden möchte. Okay. Wir gleiten mal runter. Und zwar dann hier hin. Hier hoch. Da waren wir ja vorhin auch. Aber wir kamen da leider nicht weiter. Soll ich nur gucken, wie komme ich am besten mal nach oben? Ich habe eine Idee. Warte. So. Dann das hier nehmen. Das hat jetzt kaum was gebracht. Irgendwie wurde das abgebremst. Nein, da habe ich mich jetzt treffen lassen. Nicht gerade einfach. So. Sehr schön, haben wir getroffen. Dann muss hier jetzt auch noch was sein. Ja, ein großes Geisterlicht. Ich glaube 200 oder 100. Könnten sogar auch 200 gerade gewesen sein. Auf jeden Fall eine ganze Menge. So, ein letztes haben wir noch da und da. Na gut, hier gibt es aber auch noch die Geisterprüfung. Die Geisterprüfung können wir heute auch noch machen. Dann haben wir dieses Gebiet soweit dann fertig erkundet. Wenn es soweit dann ist. Genau. Dann haben wir heute einiges schon mal geschafft und der Part, der ist sowieso noch nicht vorbei. So, hier runter. Hier lang. So, wo war dieses Gebiet? Da oben, da oben. So, machen wir dich erstmal weg. Hallo? So. Sehr schön. Haben wir dich? Gab's unten jetzt noch was? Nein. Aber von hier aus kann ich nach oben. Ich muss nur den Sprint richtig ausführen. So, aua, Stacheln. Und noch ein Geisterlicht. 100 Stück. Sehr schön. Wow, ich habe nicht mehr viele Leben. Erstmal heilen. Sehr gut. Und jetzt, da haben wir auch noch was. Was ist denn das? Lehmzelle tatsächlich. Vielleicht komme ich an die jetzt auch noch ran. Da oben. Ja, kann ich rankommen. Jo, so macht man das. Somit haben wir jetzt so die nächste Lehmzelle. Wie viel haben wir denn eigentlich insgesamt schon? Das wurde ja auch irgendwo angezeigt. Da, 12 von 20. Energie 12 von 20. Und wir haben noch einen Kampfschrein zu machen tatsächlich. Wir kommen immer mehr voran. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich vermute mal, wenn wir alle Irrlichter gesammelt haben, dann ist tatsächlich auch die Story vorbei, würde ich mal schätzen. Ah, du kommst nicht an mich ran. Trotzdem hast du mir Schaden gemacht. Wow. Wow, was ist denn das für ein fieses? Hui! Energiezelle. Nice. Wie viel wir hier sammeln? Das ist ein richtiger Sammelpart hier. In der Windwüste. Ja, und jetzt noch das hier, weil da ist ja noch der Anfang der Geisterprüfung. Und dann sind wir durch. Wisst ihr was? Da kann ich mich ja mal dahin teleportieren. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass wir da auch in der Siedlung weiterkommen jetzt. In dem einen Keller, wo der Moki, glaube ich, was verloren hat. Das müsste das dann sein. Aber darum kümmern wir uns später dann. Wow, Gordek-Erz, nice. Aber das war noch nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Okay, das war hier etwas, was man auf der Karte nicht gesehen hat. Irgendwann schaltet man ja sowieso noch so Dinger frei, wo man auch solche versteckten Sachen auf der Karte sehen kann. Haben wir aktuell halt noch nicht. Kommt noch mit der Zeit. Ich will ja hier alle Gebiete in diesem Let's Play erkunden zu 100%. In Ori and the Blind Forest habe ich das nicht gemacht.
Aber ich muss sagen, durch Marias Let's Player unter anderem. Sie hat ja Ori and the Blind Forest auch Let's Played. Sie hat die Gebiete alle zu 100% gemacht und das sah sehr spaßig aus. Na, daher will ich in diesem Let's Play hier alles zu 100% machen. Und euch gibt's hier jetzt auch wieder. Und da ist der Anfang der Geisterprüfung. Aber die machen wir jetzt nicht direkt, weil ich möchte erstmal mein Leben erstmal regenerieren. Und mich erstmal hier umsehen. Gerade umsehen. Und die Geisterprüfung machen wir dann im nächsten Part. Weil in diesem Part dann auch nicht mehr die Zeit dafür ist. Gibt es hier sonst nichts weiter? Alles klar. Ja, und sonst haben wir tatsächlich jetzt hier alles gesehen. Hier gibt es noch Dinge, wo man noch sich reingraben könnte. Tatsächlich. Machen wir noch. Oh, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ey, du, lass mich in Ruhe. Ich weiß genau, wie ich da rankomme. Weil ich habe mich schon gefragt, wozu bist du eigentlich zu nutzen? Ich muss nur gucken, wie ich den da reinbekomme. Ah, ich versuche im richtigen Moment da L zu drücken, dass ich den hinfortschleudere. Aber es klappt leider nicht. Das klappt leider nicht. Jetzt. Wir haben's. Nice. Sehr schön. Nochmal 100 Geisterlicht. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal kurz nach links. Hier am Geisterportal gab es auch etwas noch zu machen. Eine kleine Abkürzung ist das. Ach so, eine kleine Abkürzung finde ich aber sehr freundlich. Und dann hier, da wollte ich ja jetzt hin. Was ist denn das jetzt hier? Ah, ein Geisterlicht gibt es hier am Ende. Sehr cool. Da sind unten Stacheln. Die fallen mir nicht, die Stacheln, aber die interessieren mich trotzdem auch nicht. So, schön. Haben wir das bekommen. Jetzt geht es hier noch nach links. Warum vorhin? Immer weiter und immer fort. Ja, gut. Okay. Sei das erkundet. Hier oben links gibt es zwar auch noch was. Warte. Warum ist diese Verbindung hier? Ist da oben noch was? Nein. Oh, nicht dieses Monster. Dieses Monster ist ja hier. So. Ah! Jetzt verstehe ich den Rückweg. Und jetzt ist das Ganze nicht erkundet und nicht gespeichert worden. Wow. Ja, weil jetzt verstehe ich nämlich auch den Sinn hier hinter diesen Höhlen. Weil dadurch kann mich die Bestie nicht sehen. Und ich kann hier ungestört hier herumdingsen. Jetzt hier in diesem Gebiet im stillen Wald, so ihr seht. Nur, dass da oben noch was ist. Das nervt mich noch, daher ich versuche das jetzt noch schnell herauszufinden, ob da oben noch was ist oder nicht. Gucken wir mal. Achso, ich komme hier gar nicht durch. Hier ist ein Stein. Okay, gut. Dann werden wir uns im nächsten Part wieder hier hinten sehen. Nee, obwohl noch nicht gleich. Wir machen erstmal natürlich das Geisterrennen. Genau, das Geisterrennen machen wir. Und dann geht es für uns halt dort hinten weiter im nächsten Part. Von daher, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.